Puzzle. Okay, alle blauen hierhin und die roten hierhin. Mach es schön gerade, Bandit, schön gerade. Das Teil muss hierhin und das bedeutet, dieses Teil macht das. Fertig! Warte, nicht fertig! Mir fehlt ein Teil. Oh ja, dir fehlt Neuseeland. Na, nicht schon wieder. Kein Problem, ich finde es schon. Wo steckst du, Neuseeland? Neuseeland! Ich weiß, ich mache Vermisstenflugblätter für Neuseeland. Schlechte Laune. Ja! Aber ich hab sie doch schon vertrieben. Wieso ist sie denn jetzt wieder da? Ah, Popel! Mom, ich hab Bingos schlechte Laune verschwinden lassen. Gut gemacht. Aber jetzt ist sie leider wieder da. Was? Sie hat mich sogar mit ihrem Popel gejagt. Oh, das habe ich auch schon mal erlebt. Sie muss es irgendwie mögen, schlechte Laune zu haben. Warum sollte man es denn mögen, wenn man schlechte Laune hat? Ich hab keine Ahnung. Also, was wollen wir jetzt tun? Oh, das ist schwierig. Oh, ich habe eine Idee. Oh, wow, das ist echt das beste Haus, das ich jemals gebaut habe. Ich bin ja so glücklich damit. Ich hoffe, dass es für immer stehen bleibt. Ja! Nein, schlechte Laune! Oh, vielleicht gehe ich mal ein Stück spazieren. Ja! Nein, wir müssen los. Aber was ist mit den Tablets? Vergiss sie. Was? Wieso? Rollende Rentner. Mach schon. Okay, okay. Puh, das war echt knapp. Was sind denn diese rollenden Rentner? Das sind Omas und Opas mit großen, langsamen Wohnmobilen. Wenn wir hinter ihnen sind, kommen wir als letztes auf dem Campingplatz an und müssen neben dem Toilettenhaus zelten. Igitt. Ich finde die rollenden Rentner toll. Ihre Hupen sind total lustig. Und was ist jetzt mit unseren Tablets? Tja, Mom hat vergessen, sie einzupacken. Also. Keine Sorge, ich kenne ganz, ganz viele Spiele, die wir zusammen spielen können. Hoffentlich reichen die für 4 Stunden. Was denn für Spiele? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, ich fang an. Okay, aber bitte such dir was Schwieriges aus, Bingo. Es ist total langweilig, wenn es zu einfach ist. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Blau. Ich... Ja. Oh, kann ich bitte ein Computerspiel spielen? Jetzt aber rein da mit euch! Es reicht! Euch Tieren muss man mal Manieren beibringen! Ah, du Riesenwalross, hör sofort damit auf, klar? Die erste Maniere ist... Wollen wir einen Keks haben? Die erste, quassel nicht dazwischen, wenn ein anderer spricht. Die zweite Maniere lautet... Hey! Wurm! Wir laufen niemals vom Manierenunterricht weg. Also, die dritte ist, man isst nicht den direkten Nachbarn auf. Das ist eine sehr wichtige Maniere. Hey, wo ist das Riesenwalross? Nein! Die vierte Maniere ist, man darf nicht einfach auf den Teppich machen. Ungezogenes Ding. Es ist hoffnungslos. Ich verwandle euch alle wieder zurück in Hunde. Wo ist denn mein Zauberspargel hin? Olivia-Keks. Nein! Schwupp! Oh, da ist sie. Ich heb sie mal an. Oh! Was? Ich krieg sie nicht hoch. Ach, na ja, dann schreibe ich die Adresse auf meine Hand. Schwer. Oh, jetzt ist der Stift ganz schwer. Okay. Die Straße heißt Nudgy Road. Was ist denn los, Bandit? Du hebst doch sonst auch den Löffel und... Was machst du denn da? Gar nichts. Ist einfach deine Fruchtkringel. Okay. Ham, 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 ham. Das ist der beste Morgen aller Zeiten. Ham, 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 ham. Hier geht irgendwas Komisches vor sich. Ach, was du nicht sagst. Wer? Oh. Ah, es liegt an Bingo. Sie hat einen Zauberfederstab. Schnapp sie.
jetzt gehen wir das Bingo-Problem an. Keine Sorge, Mom. Ich werde sie ganz freundlich fragen. Oh. So ist es schön, Pinguinchen. Oh, was ist denn hier los? Wie ich sehe, haben Sie jetzt Pinguine in meinem Wohnzimmer. Entschuldigen Sie, Nachbar. Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Bitte entfernen Sie die Pinguine. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Okay, ich entferne meine Pinguine. Vielen Dank, Nachbar. Aber wo sollen meine ganzen Tiere denn dann wohnen? Ich habe eine Idee. Hallo, Nachbar. Oh, hi. Du meine Güte, das sind ja die ganzen Krachmacher von meinem Nachbarn. Habe ich gegen Bingos Baby-Apfelsternchen getauscht. Oh, du bist so wunderbar und süß. Ja, bist du. Ja, das bist du. Ich finde ihre neuen Tiere toll, Nachbar. Psst, Baby-Apfelsternchen mag es ruhig. Oh, okay. Entschuldigung. Der Herr Ehre, ege Gott. Okay, du Gravil mit Baby Bingo. Seid du's geleih, at du Gravil? Okay, bis wir's geleiht, Herr, leier wieder ordentlich. Was denn leier mein Gravil? Ja, ich lieb den Herr parat. Oh, mein Rück. Oh, meine Fütter. Massier meine Fütter, Blui. Massier meine Fütter. Bandit-Healer. Jeg er sulten. Oh, jeg er nødt til at sidde ned. Oh, hvor er min E-vitamin-creme? Et eller andet om strækmærker. Au! Hvor er du? Du falder ikke for hurtigt. Hvor er du? Hvordan kunne du? Au! Jeg er gravid. Oh, fart ned, Blui. Det er hårdt at løbe. Følger hun stadig efter os? Au! Ups. Oh, vi må hellere samle det op. Åh, oh, mine makron. Hvor er du tung, Bingo. Blui, samler du det op for mig, Marker? Okay. Jeg sætter mig lige lidt. Pas på, store mause. Undskyld. Åh, mand. Jeg er sulten. Viel Spaß mit Daddy heute. Ich will nicht, dass Daddy mich bringt. Ich will, dass du mich bringst, Mom. Oh, nur keine Sorge. Dad macht es besonders lustig. Hab ich recht, Dad? Yep, yep, yep. Bis dann, Mom. Hey, ihr müsst abbeißen. Die Zeit läuft uns weg. Oh, Bingo. Hast du gerade was gehört? Nein. Frühstück. Los jetzt. Bist du ganz sicher, dass du nichts gehört hast? Ganz sicher. Dann war das wohl der Wind. Ich bin das. Euer Dad. Hört ihr mich nicht? Oh, heute ist ein sehr schöner Morgen, oder? Total. Kinder! Ich wünschte, unser Vater könnte auch hier sein. Aber ich bin doch hier. Ins Auto, Kinder. Kommt schon. Los, 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 los. Ah, Schlüssel vergessen. Zauber Dad. Okay. Los jetzt, Beeilung, Kinder. Wir müssen. Ja. Okay, die Zauberei hat uns nach hinten geworfen, aber wir schaffen es noch. Warte, Bingo, hast du an deinen Pullover gedacht? Ich bin doch zu Hause und das ist tausende Kilometer weit weg. Oh, okay. Ich habe dich natürlich in das Schickimicki-Restaurant der Stadt eingeladen. Gebackene Bohnen! Ach je. Noch nicht, Köchin Bingo. Gab es denn schon einen Schmusekuss? Nein, noch nicht. Tut mir sehr, sehr leid. Sie ist noch neu. So, hier haben Sie unsere Karte. Sie haben auch Löffel und Gabeln bekommen. Ich sag doch, der Laden ist schickimicki. So, was möchten Sie gerne bestellen? Haben Sie heute ein spezielles Tagesangebot? Da bin ich nicht sicher. Ich frag mal die Köchin. Hey, Köchin! Was? Gibt es ein Tagesangebot? Ein was? Ein Tagesangebot. Ein was? Es gibt kein Tagesangebot. Dann nehme ich die gebackenen Bohnen. Sehr schön. Ich bin dann gleich wieder da. Bitte genießen Sie Ihr Besteck. Entschuldige bitte, ich bin gleich zurück. Hey, Neppschwestern, gibt es auch was anderes als gebackene Bohnen? Was passt denn an gebackenen Bohnen nicht? Naja, die sind nicht sehr romantisch. Was macht sie denn da? Hängt sich voll rein. Komm schon, Muffin. Du schaffst das. Los, Muffin. Sieh mal da, Bentley. Los, Bentley. Los, Bentley. Sie will es unbedingt schaffen. Sie kriegt es hin. Sie kriegt es hin. Ja, los, Bentley. Du kriegst es hin.
Beine. Bleh. Ist deine auch okay? Ja. Oh, das ist gut. Nein, deine Zunge hängt dir zu weit raus. Nein, aber Bingo, das ist zu weit. Kinder, was soll das denn werden? Das ist zu weit. Nein, Zunge weiter rein, Zunge weiter rein. Das ist doch gut so. Nein, zurück, zurück. Das ist richtig so. Halt doch mal ab! Mein schönes Eis! Es ist geschmolzen! Meins auch! Ingo, nicht Spatz! Ich glaube, ich bin anders. Ich bin die einzige von meinen Freunden, die nicht ins Kino geht. Ich wäre gern nicht anders. Weißt du, Bluey, ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende allen gefallen wird, dass der Affe anders ist. Nicht verschütten, Bingo, nicht verschütten. Tja, ich werde ab jetzt nicht mehr anders sein. Ich bin bereit für das Kino, genau wie alle anderen auch. Die Steppe ist aber nichts für Affen. Die Bäume sind der Ort, an den wir gehören. Aber mein Herz gehört eigentlich der Steppe. Ist mir egal. Kann ich da vorne sitzen? Nein, Spatz, wir sitzen hier. Aber ich möchte nach da unten gehen. Das geht nicht, du musst hier bei mir bleiben. Aber ich will alles erforschen. Dad, siehst du, ich gucke hin. Das machst du gut, Bluey. Hä? Chunky, ich habe gehört, dass ich Gummi mit dir reden will. Was? Bingo! Wo steckt dieses Kind? Du kannst den magischen Tanz aber finden, Chunky. Du musst einfach nur du selbst sein. Ich selbst sein? Ja, sei einfach du selbst.